So, da sind wir wieder, die Frauen am virtuellen Brunnen. Und es ist der Januar 2019 und wir wollen fortsetzen das Gespräch, das wir im November hatten. Und zwar war das über die Bewusstseinsstufen. Wie kann man Menschen auf den verschiedenen Bewusstseinsstufen fördern? Und heute im Moment sehe ich da als Mitwirkende Monja und mich. Und die Marie-Rose und die Daniela. Anna haben wir verloren, sie wird hoffentlich noch kommen. Marie-Rose, ich gebe es an dich über, denn wir haben letztes Mal leider ziemlich früh aufgehört mit der Aufnahme, denn wir hatten so ein paar Technical Glitches, wenn man so schön sagt. Und es wurde nur die Hälfte unseres Gesprächs aufgenommen. Und deswegen dachten wir, dass wir mehr oder weniger da wieder anfangen, wo wir aufgehört haben. Und ich gebe die Federführung an Marie-Rose. Dann. Also wir hatten hauptsächlich Okay. Ja, meinen Mond. Gut. Ja. So. Ja, also wir hatten hauptsächlich über die Kommunikation in den verschiedenen, auf den verschiedenen Ebenen hatten wir geredet und auch angepeilt. Wie kann man Menschen abnehmen im Gespräch? Wie kann man ihnen entgegenkommen im Gespräch? Je nachdem, welches Weltbild sie haben und welche Sprache sie sprechen. Und deswegen ist hier jetzt dieses Bild, wo die verschiedenen Stufen der Kommunikationskulturen aufgezeigt sind. Da war die erste Gesprächskultur ist eine reine Erzählkultur, wo es wirklich nur um Konkretes geht und um Beschreibendes, was konkret im Alltag erlebt wird. Wo überhaupt irgendwann hat der Mensch ja überhaupt erst einmal angefangen, Dinge zu benennen, ganz konkrete Dinge zu benennen. Und das gehört auch zu der Stammeskultur. Und danach, nach der Stammeskultur, kam ja die mehr egozentrische Kultur, wo das Individuum zum ersten Mal so gesagt hat, nee, ich will aber was Eigenes, ich will nicht nur in diesem Stamm eine Rolle ausfüllen, die von Anfang bis zu Ende vorbestimmt ist. Und deswegen, und da fing eben auch an, das klarer zu sagen, ich will. Und von daher ist da so eine, ist, kann man das Durchsetzungskultur vielleicht nennen. Es ist auch selbstschützend und es ist auch befehlend. Entweder man nimmt Befehle entgegen oder man befiehlt selbst. So ein bisschen ist es dauernd hin und her gegangen in dieser Gruppe. Und das ist beim kleinen Kind, ist das das Alter, wo das Kind selbst eben auch entdeckt und merkt, ich kann was bewirken in dieser Welt. Und von daher ist es auch eine sehr wichtige Stufe, dieses Ich zu entdecken. Danach, wenn dann immer nur lauter Ich so ganz egozentrisch rumwandeln in der Welt, dann geht auch letztendlich mehr kaputt, als dass man zusammen das. Danach kommt deswegen wieder eine Kultur, wo wieder die Gruppe mehr im Fokus steht, wo es wieder wichtiger ist, zusammen zu kommen. Und das kann man Höflichkeits, das ist das Konformistische. Da sind zum ersten Mal so auch Höflichkeitsfloskeln sind geübt worden, und zwar am Hof. Sind die, das Volk hat noch mal anders geredet, aber da ist eine Höflichkeitskultur entstanden, auch mit der dritten Person sich anreden, lauter solche Sachen, wo es ein bisschen weniger direkt um ich und du ging, sondern damit die Gemeinschaft sich diplomatischer auch ausdrückt. Und dadurch weniger Aggressionen entstehen. Und da waren wir jetzt stehen geblieben. Möchtet ihr gleich jeder was dazu sagen, was ihm dazu einfällt? Oder soll ich noch ein paar Stichworte dazu geben? Das ist konformistisches Weltbild ist das, wo es Regeln gibt, wo man auch wieder eine Rolle hat in der Gemeinschaft. Und wo
wo die Sätze von daher auch eben weg vom Ich gehen und mehr von so plakativen Sätzen. Das muss man machen, so muss es sein, das ist richtig, das ist falsch. So diese Art Kommunikation ist da dominant. Und die typischen Bedürfnisse sind da auch dann Bedürfnisse nach Gemeinschaft, Bedürfnisse nach einem guten Platz in der Gesellschaft zu haben. Ja, sollen wir da jetzt darüber reden, wie das aus unserer Erfahrung ist und so? Ja. Ich kann da gerne anfangen. Bei mir war das ganz, ganz deutlich in der Familie so. Es ist einerseits eine Zugehörigkeit, aber du musst dich nach diesen Regeln verhalten. Und vor allen Dingen, mein Vater hat kandidiert für Bürgermeister und da mussten wir also als Kinder uns wirklich nichts irgendwie zu Schulde kommen lassen, ja, sondern uns vorbildlich. Es war ein ziemlicher Zwang in dieser Situation. Aber es war uns als Kindern halt schon verständlich, muss so sein. Gehörst dazu und dann musst du dich danach richten. Ja, Pflichtbewusstsein ist ein Wert, der da vordergründig sehr stark eben gefördert worden ist. Absolut, absolut. Und von daher auch, sobald jeder Fehltritt muss irgendwie bestraft werden oder Gutes muss belohnt werden. Genau, und auch die Verantwortlichkeit. Das, was du übernommen hast, das musst du auch machen. Selbst wenn es nicht freiwillig war, selbst wenn das zugewiesen wurde, aber du musst das machen und du bist dafür verantwortlich und musst dann dafür einstehen, wenn es Fehler gibt oder so. Ja. Da sehe ich bei älteren Leuten derzeit auch, dass man denen auch manchmal einfach diese Last der Schuld nehmen muss. Dass man denen sagen muss, ja, weil die jeden Fehler, entweder sie wehren ihn ab oder sie gehen auf Angriff über, ja, der andere hat aber auch das gemacht. Aber so einfach mal was stehen zu lassen und den mal zu beruhigen, ja, so war das, du hast dein Bestes getan. Das ist eine Nuance, die hat es in der Kultur nicht wirklich gegeben. Nee. Du hast dein Bestes getan, du musst dir das nicht ewig vorwerfen, die Fehler, die eben passiert sind. Marie-Rose, jetzt eine kleine technische Unterbrechung. Wenn wir jetzt so reden, magst du dann den Chat wieder rausnehmen, ja, damit wir uns sehen können? Stimmt. Gut. Ja, das ist, glaube ich, besser. Ja. Danke. Mhm. Ja. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit Menschen, die so ganz in diesem Pflichtbewusstsein drin sind? Und wo seht ihr, ob es ihnen gut geht? Womit geht es ihnen gut? Und woran leiden sie auch? Und wo kann man sie dann unterstützen? Oder ab wann seht ihr, habt ihr Beispiele gesehen von Menschen, wo ihr gemeint habt, ja, wenn ich ihnen das jetzt noch sage, dann könnte er das Alte loslassen? Dieses Starre in eine Rolle gezwängt und in dieses Pflichtbewusstsein. Ich glaube, das Pflichtbewusstsein, das ja auch gerade vom Christentum so stark propagiert worden ist, dass das irgendwann eine richtige Last für die Menschen geworden ist. Also was mir nur dazu jetzt gleich einfällt, ist, dass man durch Humor schon aus der Erstarrung lösen kann. Also mit Heiterkeit und Leichtigkeit. Wir waren viele Jahre im diplomatischen Dienst und da ist das sozusagen das Feld, in dem du schwimmst. Also da musst du dich darauf verlassen können, dass keiner plötzlich irgendwo sich nicht an die Regeln hält. Und ja, also das ist natürlich ein Korsett, das viele, auch viele Frauen, die Frauen sind ja im diplomatischen Dienst oft nur so als Benefit zusätzlicher für den Mann gewesen. Und viele Frauen haben dann
Also ich habe dann auch keine Ladies Luncheons mehr gemacht. Das hat mir einfach, also mir hat das gereicht. Also ich habe, und andere auch. Also jetzt ist es ja anders. Jetzt wirst du ja nicht mehr verdächtigt, dass du Spionage betreibst, wenn du einen Beruf annimmst im Ausland. Das war damals noch, wie wir waren. Und das war sehr, sehr einengend, ja. Ich war zwar in der glücklichen Lage, gerade zwei ganz kleine Kinder zu haben und die großzuziehen, also ich war beschäftigt. Aber insgesamt, Fassade ist dann schwer zu durchdringen und manchmal gelingt es dann, also mit, wir haben zur gleichen Zeit auch Kinder bekommen, einige Frauen, und da ist dann eine andere Ebene da. Aber sonst wird die Fassade also unerbittlich hochgehalten. Ist auch jetzt noch so, sag ich mal ganz leise noch zum Schluss. An die Fassade, Monja, kann ich gut anknüpfen. Ich erlebe das so in der Familie gerade auch, wie wenn alles richtig und falsch ist und ich zum Beispiel in meinen körperlichen Fähigkeiten nachlasse, das konkret jetzt bei einer älteren Frau in der Familie, ich sage jetzt nicht wer, und sie will dann, also sie geht dann nicht mehr aus dem Haus, um nicht zu zeigen, was nicht mehr geht, weil es nicht mehr konform ist. Und das ist etwas, was dann so einfach ein enorm schlechtes Gefühl macht. Und was ich festgestellt habe, was in der Kommunikation hilft, ist einmal das, was du sagtest, Marie-Rose, es sozusagen klarzustellen, dass es eben so ist und dass das deswegen nicht schlecht ist, also es praktisch positiv zu bewerten. Mhm. Und was eben auch enorm hilft, ist neben der sprachlichen Kommunikation wirklich, also je nach Nähe zu einem Menschen körperlich zu zeigen. Also da habe ich festgestellt, da ist wirklich, wenn eine Nähe da ist, ist so dieses Dazugehören über ich sag mal, ich mag dich, ganz ehrlich, über eine Körperberührung, bringt ganz viel, bringt wie so eine Entspannung dann. Also das fand ich sehr, sehr spannend, dass also so, dass sozusagen die Zwänge sind und die Regeln, und wenn es über Worte geht, muss es sehr hart sein. Aber in einer anderen Form kann man sozusagen dieses Wir, dieses höfliche und gute Wir trotzdem halten. Und es stärkt dann. Also das war jetzt so meine persönliche Erfahrung in der letzten Zeit. Ich habe, weil ich eine 82-jährige Freundin habe, und da merke ich das besonders stark, die war schon älter im Krieg, und für die war Disziplin und Leistung das Um und Auf. Und jetzt, wo sie also nicht mehr kann, ihr Stolz, dass sie also am Ende nur noch mit Begleitung geht oder mit einem Rollator. Also ich versuche es, und das geht alles also über Text, WhatsApp, schon durchzudringen, aber immer wieder, jetzt geht es ja langsam, sie ist jetzt in einer psychosomatischen Klinik und dort zeichnet sie und malt sie, und aber der Stolz, ja. Stolz, die Gesichtswahrung, ja, das genau das kenne ich auch bei einer alten Person, mit der ich viel zu tun habe, ja. Ich kann dazu beisteuern, meine Mutter, die hat das nicht geschafft. Und wir waren wahrscheinlich auch nicht gut genug, um sie da rauszuholen. Aber sie, in den letzten Jahren ihres Lebens, ist sie immer mehr versteinert. Ja, immer mehr, man konnte auch kaum mehr mit ihr reden, sondern hat immer gleich das Gefühl, ja, das, wenn, kaum kam ich an, zum Beispiel, sagt sie, ja, ist ja schön, dass du da warst. Ja, und da, ich war ja erst gerade einen Tag da und so. Also, und jedes Gespräch wurde immer wieder abgeblockt, und sie war mit diesem Lächeln, saß in ihrem Sessel. Und manchmal, wenn ich jetzt dieses Lächeln bei mir sehe, denke ich, oh wow, jetzt muss ich aber aufpassen. Und es war Gesichtswahn, nach außen lächeln, aber nicht wirklich zeigen, was los ist. Ja, dann, wenn sie Schmerzen hat, das hat man dann schon gesehen. Manchmal hatte sie Schmerzen, aber sie hat nie wirklich um Hilfe gefragt oder so. Es war irgendwie ein ganz, ganz komisches, was wir in der Kindheit nicht geschafft haben an Beziehungen, haben wir dann im Alter kaum besser geschafft. Also
weil sie einfach nicht heraus konnte. Sie hat, glaube ich, ihr ganzes Leben nur der Pflicht gelebt. Sie hat vieles getan, zum Beispiel einen riesen Garten bearbeitet. Und ganz spät habe ich mal erfahren, dass sie das gemacht hat, weil ihr Vater den angelegt hat. Und da war sie verpflichtet, den weiterzuführen. Ja? Und dann hat sie sich einen Herzknacks geholt gehabt und dann haben sie ihn halt verkauft. Aber einfach nur aus diesem Pflicht herausleben. Und ich bin jetzt sehr, sehr, sehr achtsam, wenn ich manchmal das Gefühl habe, oh, warum machst du das jetzt? Weil du musst, ja? Oder Pflicht? Oder machst du es, weil du es willst? Ich denke, das ist vor allen Dingen in unserer Generation noch ganz schön drin, dieses Pflicht, 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 Pflicht. Susanne Grub-Golter hat auch geschrieben über Förderungen auf den verschiedenen Ebenen. Und sie sagte, diese konformistische Ebene, da sind die Leute in der Lage und gewillt, das Verhalten anderer zu imitieren. Und von daher, wenn es Beispiele gibt, wo man klar sagt, wo man dann auch nach eindeutigen Maßstäben beurteilt, guck mal, das ist doch gut, dem geht es gut, so ist es richtig. Aber ein anderes Verhalten als ihres Gewohntes, dann haben die Leichtigkeit, dann auch mal was anderes auszuprobieren. Wenn klar gesagt ist, das ist gut, das hilft. Ja. Also ich hab aus meiner Geschichte einfach erlebt, die Biografie, Vater einfacher bis mittlerer Beamter und die Mutti halt Hausfrau mit 6 Kindern. Und ich kenne von ihr einfach die Sätze, wie es da drinnen ausschaut, geht niemand was an. Also immer diese freundliche Fassade. Und ich kann bis heute nicht sagen, ob sie, also ich habe sie idealisiert, aber ich bin ihr nicht nahe gekommen. Also es hat sie auch den Kindern gegenüber gelebt. Und bis zum Schluss, allerdings hat sie sich befreit, weil du gerade Garten sagst, sie hat nachdem, also so, sie Großmutter geworden ist und so, dann hat sie den Haushalt vernachlässigt und hat nur ihre Liebe zum Garten sozusagen, hat die das gelebt und hat wirklich dieses, ich muss kochen, nein, ich muss nicht mehr. Also das fand ich, ich war da schon weg natürlich, aber das fand ich so wie ein Emanzipationsprozess mit uns Kindern, auch unserem Vater gegenüber. So, mich würde es jetzt doch nochmal interessieren, gerade wenn wir jetzt von Familie sprechen. Ich kann mir vorstellen, mit anderen Menschen ist es leichter zu sagen, oh, das ist gut und schau dir das an und so zu bestätigen und neue Beispiele bringen. Aber in der eigenen Familie, was hätten wir machen können? Einfach mal brainstormen, um die Menschen von diesem versteinerten Verpflichtungsgefühl ich will nicht sagen zu befreien, aber sie ihnen eine Hilfestellung zu geben, das sein zu lassen, wenn es doch das ganze Leben immer so gewesen ist. Oder ist es vielleicht sogar vermessen, das zu wollen? Ich wünsche es auch. Ich kenne auch Leute in meinem Alter, die noch ganz in dem Bild drin sind. Und wo es mir richtig leid tut, wenn ich sehe, wie sehr bei der die Pflicht trotzdem das Erste ist auch und sie sich immer wieder auch überfordert damit. Und wie schwer es ist dann, wenn ich sage, nee, du hast das Recht oder nein, es ist wichtig, dass es dir gut geht, dass es dir mit deinem Mann gut geht. So könnt ihr mehr wirken, das zu verstehen. Ist nicht unbedingt, und dann das Gefühl, wenn das Gefühl wirklich anders ist, ich finde es sehr schwierig. Ja, ich finde, also was ich auch experimentiert habe in der Familie und was funktioniert und was ich glaube, um auf dieses Brainstorming zu kommen, das du gerade angesprochen hast, Heidi, Modelle nehmen. Also der Arzt, der was gesagt hat, der wird viel wichtiger genommen, als wenn ich was sage. Mhm. Unabhängig, ob ich es sogar in manchen Dingen da ein gewisses Wissen habe. Das heißt, Modelle nehmen, über Menschen sprechen. Das reicht von Schauspielern über Schlagersänger bis, also je nach Gruppe. Aber es scheint Modelle oder Menschen zu geben, wenn die was schreiben oder sagen im Fernsehen oder in der Zeitung oder im Radio, die werden gehört und die brauchen aber ein gewisses Alter oder eine große Wirkung, sodass sie scheinbar in dieser Höflichkeitskultur als wichtig empfunden werden. Also das funktioniert ganz konkret.
und ist deutlich energiesparender als die eigene Meinung zu übertragen. Ja, ja, und ich finde, es macht total Sinn, weil in dieser Entwicklungsstufe hat man ja diese Ideale. Ne? Und wenn man jemanden findet, der ein Platzhalter für das Ideal ist und dem man nachstreben kann, dann ja, ist eine gute Idee. Also ich glaube immer noch, dass man in der Familie, bei der Mutter oder, meine ist ja schon lange tot, immer das Kind bleibt. Und egal, also was du studiert hast und was du alles gemacht hast und wenn du selber schon zwei Kinder hast, du bleibst das Kind. Und ich schaue da sehr genau, also bei meinen Töchtern, weil sie sagt dann ja, du, ich verdiene jetzt schon so viel, jetzt lade ich dich ja mal ein. Aber natürlich war immer gewohnt, die Mama zahlt. Ne? Ja, und es geht wahrscheinlich vor allem darum, dass wir in unserem eigenen Verhalten sehr genau sind und auch eine Öffnung zulassen, in die gegangen werden kann, glaube ich. Eigentlich ist es doch eine Frage nach dem Wandel. Wie kommt der Wandel also in die nächste Stufe? Also das höre ich jetzt gerade raus. So wie gerade, wie du das angesprochen hast mit den Vorbildern. Ich finde es total klasse, diese Idee. Welche Vorbilder sozusagen erzeugen sowas wie ein Streben, da will ich hin. Und wann kommt ein Vorbild aus einer anderen Stufe sozusagen in eine Wichtigkeit, in eine Bedeutung? Also das Vorleben von etwas finde ich eigentlich den wichtigsten Faktor in der Gesellschaft. Genau, und es kann auch ein Modell sein, das sogar dann einfach auf dieser Ebene der Entwicklung sozusagen einfach ein gesünderes Sein oder eine größere Entspannung und Zufriedenheit macht. Das muss nicht zwingend auf Entwicklung gehen. Also ja. Ich erlebe oft auch, dass es einfach so ein Unterdrucksetzen ist aufgrund von alten Überzeugungen, die übernommen wurden, die vielleicht aus dem Krieg kommen, aus schlimmen, traumatischen Erfahrungen, na, wenn wir da reinschauen, je nach Generation. Und dass es oft einfach nur der Wechsel in etwas, zeitgemäßeres, gesünderes, liebevolleres auch hilft. Also ich fühle mich damit auf jeden Fall dann wohler als... wenn ich eben immer sehe, dass sich eigentlich der Mensch selbst schadet, ich sag's mal so, und ich so hilflos bin, ne, damit. Oder mein Mann hilflos ist bei seiner Mutter oder, also egal wo jetzt, dass man sich eigentlich einfach mehr Glück für die Menschen wünscht. Ja. Da steckt da drin, dass sie unglücklich sind. Ja, und das darf ich mir eigentlich auch nicht anmaßen zu denken, aber ich empfinde es manchmal so. Ja. Also getreu der Devise sozusagen, dass das heißt, jeder Mensch hat das Recht, auf seiner Entwicklungsstufe stehen zu bleiben. Dann, also wenn wir das wirklich halten, dann geht es ja wirklich darum zu sagen, welche Art von Kommunikation ist möglich? Dass ohne diesen Druck, weitergehen zu müssen. Und ich kann mich erinnern, in meiner Hybris, also als Pubertierende und auch später so zwischen, also um meine Lebensmitte herum, also da haben meine Eltern auch noch gelebt. Und da war ich wirklich so wie schon, wie soll man sagen, da passiert ja auch sowas wie, man erzieht sich gegenseitig oder man beeinflusst sich gegenseitig. Die Kinder beeinflussen die Eltern und die Eltern weiterhin natürlich die Kinder. Aber die Eltern, finde ich, übernehmen ganz viel. Also da ist für mich auch Hochachtung drin, bei meiner Mutter zum Beispiel, also wie die sich wirklich emanzipiert hat. Mit uns. Also, und wenn wir jetzt von den Stufen sprechen, meinst du dann emanzipiert aus dieser traditionellen heraus, in das, wie du sagst, sie geht in den Garten und das ist dann ihr Ein und Alles in so eine Art oranges Empfinden des Ausprobieren Wollens und gucken, wozu bin ich fähig? Ja, eher sowas wie, wenn man sagt, diese blaue Ebene ist also das Wir stärker, da geht es ums größere und kleinere Wir, dann ist die nächste Stufe orangene, Personal, es geht um mich. Und mir ist der Garten wichtig und für die Kinder habe ich gut gesorgt und so.
und ich lehne mich auch auf und mache nicht mehr alles mit sozusagen und diene nicht mehr nur als Gattin. Und das empfand ich als Emanzipation. Mhm. Wann war das ungefähr? Zwischen 80 und 90. 1980, mhm. 90. Ja, da war ja schon die öffentliche Meinung schon weiterentwickelt, ja. Ja, aber sie ist Jahrgang 18, also ja. Ganz schön. Wollen wir mal weiter gucken? Nächste Stufe. Dann kommen wir langsam eben zu dem rationalen Bewusstseinsweltbild, das dann mehr wieder persönlich ist und wo die Gesprächskultur dann mehr argumentierend und konkurrierend ist, wo man Meinungen austauscht und sich auch richtige Diskussionen gönnt, sage ich mal, weil das ist ja auch eine wichtige Etappe. Und da geht es viel eben um Sachlogisches, um Studien, um es muss alles bewiesen werden, so ein bisschen. Ja. Und da fangen trotzdem auch erste selbstreflexive Aussagen an, weil man auch sich in ein rationales Weltbild hinein platzieren möchte. Also ich kriege jetzt automatisch sowas wie einen Zusammenhang zu den vier Ebenen des Zuhörens und damit auch des Sprechens. Und das ist ja im Prinzip eben diese Ebene des Minds. Ja. Open Mind. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt damit gleichsetzen kann. Also Erweiterung von Perspektiven. Ja. Es geht um Effektivität, es geht ja und eben ja das Typische, was wir in unserer Gesellschaft doch mehrheitlich haben, ne, das Leistungsdenken. Und ich kann, wenn ich mich nur, ja, ich kann, die Welt ist ein Schauplatz mit allen Möglichkeiten, ich kann eigentlich alles erreichen. So. Auch dieses amerikanische Grundbild vom Kellerwäscher zum Millionär. Und nicht nur ich kann alles erreichen, aber ich soll alles erreichen. Ich muss so gut sein wie irgend möglich, sonst habe ich keine Chance irgendwie. Ne? Ja, ja. Konkurrenz, Competition, wie sagt man da auf Deutsch? Ja. Wettbewerb. Ja. Und dass auch sicher der Status dann, den man erreicht, wie soll ich sagen, der ist auch labiler. Er wird wichtig. Karriere. Ja, vorher dachte ich mir, ist Status so, was wenn sozialer Status mehr konstant, ja? Du gehörst zu einer bestimmten Familie oder du genau. Während jetzt kannst du plötzlich aufsteigen, bist ganz toll in deinem Beruf und bist angesehen, meinetwegen eben Bürgermeister oder so, und dann machst du irgendwas falsch und dann fällst du völlig durch und dann bist du nichts mehr, was glaube ich vorher nicht so war. Nein, ja. Hier ist wirklich die individuelle Entwicklung wird sehr wichtig und die Selbstbestimmung wird sehr wichtig. Und von daher, ja, was brauchen Menschen, um da hineinzukommen? Sie brauchen auch einen Raum, in dem sie wirklich auch selbst experimentieren können. Und sie brauchen, ja, sie brauchen schon auch die Rückmeldung von außen noch ganz viel. Ne? Ja, und auch die Förderung. Die Förderung auch, ja. Ja. Und dann, wenn Sie zum Beispiel, ich denke jetzt an das Konkurrenzdenken, wenn Sie also runterfallen, dass da jemand Sie ermutigt, damit, dass Sie weitermachen, nicht, dass Sie ins Loch fallen. Also. Genau. Oder in der Erziehung von Kindern oder Jugendlichen dann die Möglichkeit, ihnen Gebiete zu geben, in denen sie wachsen und erfolgreich sind, wenn es in anderen nicht ist. Und dann dort sozusagen, also wie soll ich sagen, in den Möglichkeiten in der Welt immer auch
Bereiche schaffen, in denen dieses Wachstum und diese Erfolge möglich sind. Also nicht nur das Instrument, bei dem es gar kein Talent hat, sage ich jetzt mal, sondern wenn es jetzt unbedingt Geige lernen soll, das Kind, dann eben auch noch anderes. Das ist dann schon das ältere Kind. Das ist auch die Zeit, wo eben die unterschiedliche Schulsträngen, also unterschiedliche Schulmöglichkeiten es gegeben hat, die Realschule, die Hauptschule, das Gymnasium, wo es vorher zu dem Beginn der Schule, als das Christentum Schulen organisiert hat, hat es eigentlich nur einen Strang gegeben und man hat irgendwo aufgehört. Ist man zur vierten Klasse gegangen oder zur fünften, aber man ist nicht weitergegangen, weil da gab es nur das Gymnasium oder eben Beruf. Genau. Ja, um reinzuwachsen, heißt das, dass ich stärken auch, ne? Irgendwo. Du kannst das. Genau, du kannst das. Aber auch zu sagen, wo es nicht kann, damit es weiter probiert sozusagen, also auch diesen Ehrgeiz oder die Disziplin eventuell. Und man muss, glaube ich, immer argumentieren mit Zahlen, Daten, Fakten möglichst. Und im Reinwachsen natürlich damit beginnen, also die Regeln zu erklären, warum sie sinnvoll sind, statt sie nur zu haben. Oder? Ja. Also in dem Übergang von Blau nach Orange, also in diese Stufe. Und da ist in unseren Schulen eben viel passiert, dadurch, dass einfach immer und auch heute noch Gymnasium einfach als besser, ein Mensch, der Gymnasium machen kann oder der ein Studium machen kann, wird als besser dargestellt als jemand, der sein Handwerk perfekt machen kann. Da liegt noch einiges im Argen in unserer Gesellschaft. Hat es damit zu tun, dass in Orange die kognitiven Fähigkeiten, so vor allen Dingen die intellektuellen Fähigkeiten, so überbewertet werden oder hauptsächlich der größte Wert sind? Ja. Die sind da so richtig entdeckt worden und dann sind sie halt, haben sie in der Rangordnung den ersten Platz bekommen, was letztendlich in der Menschheit nicht gut ist, wenn da eine Rangordnung entsteht. Heißt es, dass wir vorher nicht so starke Rangordnungen hatten in unserem Wertesystem? Nein. Wir hatten schon Rangordnung, aber andere. Ja. Aufgrund von Glaube und Gott, also ich sag mal kirchliche Hierarchien oder aufgrund von Geborenwerden in die Kaisernachfolge. Also es gab sie, aber sie waren von Gottes Gnaden in Anführungszeichen. Ja. Und jetzt sind sie in deiner eigenen Verantwortung. Jetzt musst du dich selber die Ränge hochrangeln. Jedenfalls zu Beginn des rationalen Weltbildes. Aber dann, in der Zeit des wissenschaftlichen Weltbildes, ist dann trotzdem auch die Grundrechte des Menschen, das ist dann trotzdem auch gekommen. Genau. Etwas später, ne? Genau, die komplette Aufklärung mit all den guten Vorzügen der Aufklärung. Dann gab es aber auch noch sowas wie eine Schicht. Mir fällt jetzt protestantische Ethik ein. Also im Prinzip, das ist ja dann sozusagen dieser Protestantismus, der sich schon ganz früh seit Luther durchzieht und Calvinisten noch viel stärker, wo dann das miteinander verbunden wird, dass du garantiert dein spirituelles Wohl zeigt sich im Außen, wenn du erfolgreich bist. Also ich, so als Motor für diese kapitalistische Entwicklung. Ja. Genau, das kann natürlich mit Materialismus oder Kapitalismus einhergehen. Und ich überlege gerade auch, ob es zwingend nur kognitiv ist. Ich glaube, dass das auch sehr kulturbezogen ist. Also wenn wir die westliche Welt anschauen, dann ist sicher die kognitive Fähigkeit, eine Metaperspektive einzunehmen, die da entsteht und von außen drauf zu schauen, auch einen größeren Zeitraum in der Vergangenheit und in der Zukunft erkennen zu können, Zusammenhänge erkennen zu können, ist natürlich Kognition, die aber ja auch in Künsten oder in Handwerk geschätzt werden. Und wenn ich zum Beispiel nach Japan schaue, also ich bin ja Ikebana-Lehrerin, es ist ein sehr, sehr hierarchisches System von Lehre, die japanischen Künste. Und darin ist durchaus auch etwas Modernes, nämlich ein Entwickeln von neuen Formen.
ne, die aber nur basieren auf einer guten Tradition. Und das ist nicht kognitiv. Und es, ich empfinde es trotzdem als zu dieser Stufe gehörig. Also in meiner Schule hat man richtig gemerkt, wann das gewechselt hat. Also wann da jemand Oberhaupt der Schule war, der dann wirklich modern getickt hat. Also so. Von daher weiß ich nicht, wie viel wir da auch immer kulturell einengen. Ich stelle die Frage hier mal in den Raum. Also ich glaube schon, dass der Zusammenhang ist. Das ist jetzt allerdings meine Sicht, weil ich sage ja, die Entwicklung geht immer wieder von Yin zu Yang im Wechsel. Die Spirale geht so hoch. Und das heißt also, für mich ist diese orange Entwicklung ist wieder personal. Und das heißt also ich, genau das. Und jetzt, wenn das aber in einer Kultur beispielsweise, die sehr wir-betont ist, wie Japan oder diese Länder, also wo man das Gesicht nicht verlieren darf und wo man sich nicht wirklich zeigen kann, dann kann ich mir vorstellen, ist die Ausprägung eine andere. Ja, dann wird es ein bisschen anders gelebt, davon bin ich auch überzeugt. Ich fand es gerade spannend, was Anna sagte, das mit dem der Einschließung der Religion in das orange Verhalten. Ne? Vielleicht ist das ein Beispiel von Inklusion, you know? Transcend and include. Ja, ich denke auch, im Prinzip kann jede Religion, kann auch, sie entsteht wohl auf einer Stufe. Ne? Die monotheistischen Religionen sind auf der konformistischen, in dem Weltbild entstanden. Aber sie können sich weiterentwickeln ins Orangen hinein oder in ein rationales Weltbild hinein, auch in ein beziehungsorientiertes Weltbild hinein. Und das kann jede. Und so sehe ich das, was du, Daniela, gesagt hast, eben mit der Ikebana-Kultur. Die ist auf irgendeiner Stufe entstanden, aber sie kann sich weiterentwickeln. Also in Orange habe ich immer das Gefühl gehabt, ist der Atheismus die Religion. Das Kapital ist die Religion. Das Kapital, ja. Der Atheismus, ja, und das die Wissenschaft. Ja. Alles, was sich beweisen lässt, das ist sozusagen göttlich, absolute Wahrheit. Ne? Ja. Mhm. Ja, das ist natürlich die Form, ja, die Formen, die zunehmen. Gleichzeitig ist natürlich auch Kirche entwickelt sich oder Glaube entwickelt sich und Ja, im Falle von dem, was Anna sagte, das ist ja nochmal so rumspannend, dass praktisch der Erfolg in der Welt als Verifikation deines religiösen Glaubens genommen wird, sozusagen rückwärts, von Orange rückwärts nach Blau, finde ich. Ja. Also ich hab so im Wissen noch so, oder, dass das ein Riesen, also wenn man sagt Förderband der Religionen, dass das, dieser Calvinismus oder die protestantische Ethik, ein Riesenmotor war für die Entwicklung der Orangen. Ich habe es auch so in Erinnerung, dass der Protestantismus, ich kenne nicht viel davon, aber dass der einfach rationaler ist als das andere Christentum, als der Katholizismus. Ja, und kühler auch. Also kühler, deswegen kühler. Ja. Weniger Weihrauch, weniger Alkohol. Ja, und das sind jetzt ja auch genau die Schwierigkeiten. Also ich bin jetzt ja hier so in Bayern, im nördlichen Bayern, kenne ich mich ja so ein bisschen aus, was evangelische Kirche angeht. Da ist ja diese Entwicklung in diese nächste Stufe der Konsenskultur ist eine große Herausforderung. Weil dieser Erfolg im Materiellen, im Außen, direkt mit einem guten, ich bin eine gute Christin oder ein guter Christ, verbunden ist. Das heißt, die tun sich wirklich auch schwer mit allem, was so diesen Sprung innerhalb der Organisation Kirche, aber auch innerhalb der Gemeinden und der Menschen, um da weiterzuziehen, ausmacht. Ne? Deswegen war ja das Lutherjahr auch ein sehr kritisches Jahr. Durchaus von vielen Protestanten mit einem kritischen Blick. Ganz spannend. Was braucht es denn da? Was meint ihr? Oder was braucht es denn da, um dann jetzt weiterzugehen aus dem rationalen Welt bis so rauszukommen? Worunter leiden die Menschen, wenn sie irgendwann total gesättigt sind von diesem rationalen Denken? Was brauchen sie dann? Die Wiederverzauberung der Welt.
Ja. Und ich denke auch psychische Schwierigkeiten, entweder Beziehungsschwierigkeiten oder sonst was. Und dann bekommt man, da fängt ja nicht umsonst dann für Green die Therapiekultur an. Wir versuchen dann zu ja. gucken, was bin ich denn nun eigentlich? Das ist so viel, ich bin so überfordert, irgendwie sein zu sollen oder sein zu wollen sogar, aber ich merke, ich bin es nicht. Und dann, ja. Und dieses immer vernünftig bleiben. Ja, und immer nur rational. Irgendwie kommst du dann auch an die Grenzen. Also ich kann mich noch dieses gut immer, erinnern. Es geht irgendetwas, muss jetzt immer gehen. Und du, entweder ist es ein Burnout, denke ich, der für Menschen dazu für sorgt, dass sie mal Halt machen und oder irgendwie totales Unglücklichsein mit dem, was das so wie so ein Zahnrad ständig abläuft, denke ich. Ja? Und ist das nicht aber schon die Reflexionskultur jetzt? Da kommen wir jetzt dann dahin, ja, genau. Weil wir sind ja noch bei der Konsenskultur, ne? Wo wir plötzlich alle einer Meinung sind. Genau. Und einfühlsam, ja, und vielperspektivisch. Genau. Aber da sind wir jetzt gerade erst hineingekommen, nicht? Ja, in das wir Grün. Hatten jetzt den Übergang so ein bisschen. Von Orange nach Grün. Ja. Wo man dann auf einmal auch mehr das Zuhören braucht. Es braucht, dass einem zugehört wird. Oder dass man auf der anderen Seite auch darüber reden kann, wie es einem geht. Mhm. Wenn wirklich auch mal über Gefühle reden darf und nicht nur über Argumente. Das heißt, dass es braucht eine Form, auf jeden Fall ein Vertrauen zu schaffen, ja. Also in irgendeiner Form einen Vertrauensraum erstmal anzubieten, im Gespräch, der sozusagen dem Menschen die Möglichkeit gibt, auch über Inneres zu sprechen. Also ich empfinde da, es geht auch viel dieser Wechsel von außen nach innen. Und das passiert ja nur bei Vertrauen. Ja. Dass ich das dann auch erzählen mag. Ne? Und es ist nicht mehr so wichtig wie eben bei der Diskussionskultur, wer hat jetzt Recht und wer hat den besseren Beweis, sondern wie können wir zusammenkommen, geht es wieder eben darum, es ist wie... Wie können wir zusammenkommen? Können wir nicht? Was braucht es für eine gemeinsame, für eine Entscheidung wirklich nur Beweise oder braucht es auch noch etwas anderes? Ja, und im Erleben, denke ich, ist in dieser Stufe auch das, dass du plötzlich feststellst, oh, dir geht es ja auch so. Oder dir geht es so ähnlich wie mir und so, was man vorher ja immer versucht hat zu verstecken, wie es einem wirklich geht. Ja. Und dann fängt man plötzlich an zu erzählen und der andere erzählt auch. Und dann merkt man, man ist ja gar nicht allein auf der Welt. Und das schafft das Vertrauen, glaube ich, erst. Vertrauen und wieder Gemeinschaft auf einer anderen Ebene. Vorher hat man so doch mehr nebeneinander gelebt, sich gegenseitig unterstützt in einer guten Partnerschaft, ne? Aber so wirklich dieses gemeinsame Gefühl, wir ziehen in einen, dieses gemeinsame Gefühl, ich kann mich auf dich verlassen, du kannst dich auf mich verlassen oder nee, das ist noch orange. Ich spüre dich und du spürst mich. Das da ist wird es Gedanken. Verlassen, es sind verschiedenes Verlassen in Orange als in Grün. In Orange ist es ja. mehr so, sich gegenseitig anspornen und anfördern, aber nicht unbedingt ein Inneres, sich verlassen auf. Ja. Es ist mehr noch vom Pflichtbewusstsein geprägt. Wenn wir nun schon zusammen sind, dann werde ich dich auch, es ist so ein Vertrag, ja, werde ich dich fördern und du förderst mich dann dafür. Wenn dem Grün ist es mehr eine Herzensangelegenheit, denke ich. Ja, es ist ein Austausch über subjektive Befindlichkeiten, das jetzt auf einer neuen Ebene ist. Ne? Und die Gefahr geht dann auch in ideologische Argumentationen. Das ist die Zeit des Feminismus und die Zeit, wo auch Ideologien wirklich hochgepusht werden dann, wo das rein Subjektive auch hochgepusht wird. Jetzt kommt man da rein und dann wird auch da manchmal übertrieben damit. Ja, und diese Unmöglichkeit, wirklich Entscheidungen zu finden, weil
das Empfinden eines jeden so wichtig ist. Und nachdem wir noch nicht genau dieselben Ideen und Empfindungen haben, dann werden die alle nebeneinander, kommen die hin und die sind alle wichtig. Und ja, was ist denn nun, da gibt es keine Hierarchie von mehr wichtig oder weniger wichtig. Also man weiß da nicht, wie man sich entscheiden soll, weil man kann es nicht ordnen, die verschiedenen Punkte. Ne? Ja, man kann sich in den Gefühlen richtig wieder verlieren. Genau, das heißt, wir suchen jetzt nach Hilfen, wenn ich mittendrin bin, zentral in der Konsenskultur. Ja. Ja. Das ist echt eine Herausforderung, also weil ja alles sozusagen gleich wichtig, gleich, also es ist so ein Gleichmachen, ne? Ja. Ich habe ja häufiger solche Kontexte um mich und experimentiere und also ich habe festgestellt, dass also wenn man Menschenrechte nimmt und dann, die entwickeln sich an der Stelle ja weiter in Rechte aller Wesen oder in auch wirklich alle haben das Gleiche, also dann nochmal genauer hinzuschauen, was wirklich dienlich ist. Also dass diese Gleichheit halt oft zu einem schlechteren Gefühl führt. Und das dann zu koppeln, das macht dann ein bisschen eine Unklarheit rein, ne? Aber das erleben die oft selbst. Also dass sozusagen alles Gleichmachen nicht funktioniert. Aber man darf es nicht als solches ablehnen, sondern man muss es sozusagen ein bisschen größer machen, die Varianten. Das ist schon ein bisschen die Stufe, wenn man rausgeht. Ne? Stimmt, wenn ich jetzt mich daran erinnere, wie ich überhaupt mal da reinkam, raus ist, so nach dem Gymnasium oder Ende des Gymnasiums überhaupt mal mit meinen Gefühlen fertig zu werden, überhaupt mal eine Ordnung in meinen Gefühlen oder so. Da haben mir schon die Selbsterfahrungsgruppen, die Encountergruppen, das hat mir richtig gut geholfen. Ja, ja. Gesprächskreise. Gehört zu werden, ja, Gesprächsgruppen. Gehört zu werden, Austausch zu haben über das, was einen innen drin beschäftigt. Eben Unterschiedliches zu hören. Also mir hat das wirklich sehr viel geholfen in der Zeit. Und auch für mich mal versuchen, in ein Gegenüber hinein zu versetzen und nicht nur so an dem Bild hängen zu bleiben, ach so, der ist das und das, der hat das und das gemacht, hat die Schule gemacht, hat jetzt den Mann geheiratet. Raus aus diesem Denken, sondern wirklich den zu sehen. Und das habe ich in diesen Gruppen halt gelernt. Aha, so geht es ihm, so lebt er. Gut, das sind die äußeren Faktoren, aber der hat auch noch ein Innenleben. Ich weiß jetzt nicht, wer die Frage gestellt hat, aber wie kommt man dann aus diesem völligen Gleich, jeder ist gleich, alles ist gleich wert, gleich viel, gleich gut, wie kommt man dann zu einem Ergebnis? Also weil ich hab's zwar nie selbst miterlebt, aber ich habe gehört, dass also solche Sitzungen endlos dauern. Und die Leute sind, die 68er vor allem, darauf trainiert, so lang zu sitzen, bis sie das Ergebnis haben, das sie wollen. Gibt es da eine Abschneide? Wie kann man da sagen, also so werden wir nie zu einem Ergebnis kommen? Also was funktioniert, ist zum Beispiel diese Way of Counsel, diese Methode oder diese Haltung, weil das ist ja, hat ja indigene Ursprünge, die sind ja sehr oft in diesem postmodernen Welt sehr anerkannt, als alte Weisheiten der Kulturen der Welt. Und diese Kreisgespräche, die haben dann trotzdem Richtlinien, die es schon seit Urzeiten gibt. Und die scheinen eher angenommen zu werden. Und da kann man Regeln setzen wie eine bestimmte Zeit. Also es ist erstaunlich, aber es braucht sozusagen Richtlinien, die Werte wahren. Also das ist hierarchiefrei auf den ersten Blick. Aber das hat eigentlich ganz viele Instrumente dieser Höflichkeitskultur, der Diskussionskultur und auch weiterer Dinge drin. Also es braucht aber eine angemessene Form. Das ist meine Erfahrung. Ich habe jetzt so den Verdacht, dass man sagt, wenn es die alten Indianer gemacht haben, dann kann es ja gut sein für uns. Ich sehe halt auch, wie im EF, wir haben uns deswegen für das Holakratische, für die holakratische integrative Entscheidungsfindung entschlossen, ne? Wo es darum geht, erst sind die Fakten werden aufgelegt und dann wird ein Meinungsaustausch, braucht es jetzt einen
braucht es eine Verbesserung des Vorschlags und dann wird geguckt, gibt es jetzt noch einen richtigen Einwand? Gibt es einen Einwand, der besagt, das ist jetzt eine schädliche Entscheidung? Und es wird nicht mehr geguckt, sind wir alle jetzt einverstanden, sind wir jetzt alle begeistert von dem, sondern gibt es jetzt noch einen wichtigen Einwand? Und wenn nicht, dann machen wir einfach mal den nächsten Schritt, dann entscheiden wir das mal und dann machen wir mal den nächsten Schritt. Können wir mal in die Aktion, in die Handlung gehen. Genau. Und wenn jemand kognitiv nicht so ganz vorne ist und so auf den Zehenspitzen und das formulieren kann, was ist dann? Und nur ein Bauchgefühl hat, da stimmt was nicht zum Beispiel. Hm? Das hat trotzdem gehört. Es muss, eben irgendwie, es muss begründet werden. Und ist die Frage, ob die anderen diese Begründung dann verstehen. Hm. Also ich kann nicht nur sagen, dass das schadet uns jetzt grundsätzlich, wenn wir das so entscheiden, sondern ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass schadet uns jetzt. Ihr wisst, ich bin sehr sensitiv, ich kann das sehr, sehr gut. Zum Beispiel. Ja, eben. Oder je nach Gruppe, ich übertreibe jetzt. Oder ich sage eben, und wenn ich dem nachspüre, dann könnte das daran liegen, dass ich sehe, in der Zukunft, unsere Arbeit wird gebraucht. Also ich könnte es auf andere Kreise ausdehnen. Also das kommt jetzt auf den Kontext an, das kann man jetzt anpassen. Also du argumentierst mit deiner Sensitivität. Nein. Ich würde eher sagen, nein, das genau darf nicht. Das wäre nämlich, das war jetzt eine Fangfrage, Entschuldige. Ja, mein Bauchgefühl sagt mir nein, das ist kein Einwand. Genau. Kein holakratischer Einwand, aber in der Soziokratie zum Beispiel geht sowas. Also es gibt ja verschiedene Formen. Ich wollte nämlich sagen, es gibt manche Leute, die haben so bestimmte hellseherische Möglichkeiten, ja. Und warum soll das alles nur rational sein? Warum schließen wir, da gehen wir wieder auf das Orange zurück, auf die Begründung und die Gründe. Das und ich, ja. Das ist und also. Marie-Rose hat recht, die Holakratie tut es. Also das Holacracy argumentiert sehr viel dann doch mit Fakten. Mhm. Und die Soziokratie, da ist es anders, empfinde ich das als offener und deswegen für NGOs-Kontexte oder so oft geeigneter. Mhm. Oder für unser Gemeinschaftsprojekt, da ist das zum Beispiel auch so, dass der Einwand gewichtet wird. Ja, habe ich auch schon gehört. Ja, ich habe nur die Erinnerung eben, dass bei der allerersten, wo wir es zum allerersten Mal ausprobiert haben, so eine holakratische Entscheidung. Und ich war die Älteste und ich habe ungefähr gewusst, wieso muss das sich entwickeln. Aber ich konnte natürlich schwer argumentieren, dass das nicht günstig wäre, zum Beispiel ein Ehepaar in den Vorstand zu setzen. Weil meine Erfahrung war, wenn einer weggeht, gehen beide weg. Und dann ist ein großes Loch. Damit wurde ich natürlich überstimmt. Das habe ich zur Kenntnis genommen. Aber es ist dann wirklich so gekommen. Also ist nicht hellseherisch, aber es ist einfach, die Erfahrenswerte sind eben, wenn du älter bist, sind gewisse Muster dann eben erkennbar. Und ja, das fällt mir immer wieder ein bei dieser Sache, weil es war nicht traumatisierend, aber ich habe mir gedacht, naja, also irgendwas stimmt da nicht bei der Holakratie. Aber gut. Aber das hättest du ja noch so als Fakt beschreiben können, ja, als Wahrscheinlichkeit, dass das. Naja, aber bitte, dann sitzt du dort und die ist ganz entsetzt und empört, dass man sie nicht wild und mit offenen Armen aufnimmt. Also, wir scheiden uns nie, oder irgend sowas. Ja. Okay. Ja, aber ich habe auch dazu gelernt inzwischen. Aber ich habe die Erinnerung daran, ist unwahrscheinlich klar, immer noch. Also als Beispiel, wie man anders damit umgehen sollte vielleicht. Ja. Also in diesem Weltbild ist die Sinnfindung auch wichtig. Und da kann man jemanden unterstützen, klarer zu werden, indem man eben die Sinnfragen auch immer, was ist sinnvoll für dich, was ist sinnvoll für deine Gemeinschaft, was ist sinnvoll in deinem Beruf, was ist sinnvoll in den Lebensbereichen, wo du gerade Probleme hast, was wäre da sinnvoller? Also, die Sinnfrage hilft eben wirklich auch dafür, Entscheidungen zu treffen. Ich habe jetzt eher gedacht, die hilft
aus dem Orangen ins Grüne zu kommen. Ja, wir sind im Prinzip jetzt. Im Grünen auch. Wir sind jetzt im Grünen, ja. Der Konsenskultur, wo es eben wichtig wird, einfühlsam zu werden. Wo das sehr wichtig ist für den. Aber verstehe ich das jetzt recht? Holokratie ist als ein Weg aus der grünen Kultur gesehen. Ja. So wie es bei beiden. Mhm. Ja. Also manchmal ist das auch von Orange nach Grün. Also das ist, kommt drauf an. Das habe ich gemeint, dass man rausgeht, wenn vorher nur das Vorwärtsstreben, materialistisch, Geld, Erfolg, dann ist sozusagen dieses, das kann doch nicht alles gewesen sein. Also das ist dann diese Sinnfrage führt in dieses Grüne hinein. Genau, und Holacracy hat halt diese Kreisstruktur, die an sich schon dieses postmoderne, diese Konsenskultur hat. Und sie hat auch in irgendeiner Form diese Verlinkungen nach oben und unten. Also sie versucht beides, sie versucht sozusagen eine Hierarchie noch zu akzeptieren, aber in einer Form, die reifer ist, weil sie sozusagen immer wieder einen Konsens herstellen könnte in den einzelnen Kreisen. So würde ich sagen. Was mir noch einfällt, Marie-Rus, du hast ja geschrieben, Konsenskultur ist auch viel perspektivisch. Also das heißt auch, wenn ich praktisch bemerke, dass bestimmte Perspektiven nicht so gesehen werden, die zu ergänzen, also wie zu sagen, nochmal anzubieten, nochmal in die Perspektive zu schauen und in die, dass es wirklich viel perspektivisch ist, weil das ist es ja nicht immer. Es wird nur erwartet, dass es so ist. Und das finde ich durchaus auch ganz praktisch. Also auch bei so Aktionistengruppen oder so, die sich jetzt, ich sage mal, für XY-Naturschutz einsetzen. Da hilft es manchmal dann auch, die mehr Perspektiven aufzuzeigen. Da ist man zwar erstmal der Depp, der das macht, aber es fängt an zu arbeiten in den Köpfen. Ja, da fällt mir die Sendung De Facto ein. Der hat ja auch immer, oder viele der Talkshows machen das ja, dass sie mehrere unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Meinungen repräsentieren, an einen Tisch setzen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Weil es sonst in Richtung Idealismus geht. So wie Feminismus oder auch den Kommunismus oder so. Schon auch ein Kind der Zeit. So, jetzt wie werden wir denn jetzt integral? Wir haben 7:58, jetzt haben wir 8 Uhr. Werden wir da jetzt heute noch integral? Oder nicht? Wir können es ja auch auf nächstes Mal verschieben, Second Tier Stufen. Das wäre eigentlich spannend, ja. Ist das schon vielleicht eine gute Zäsur jetzt, ja? Ja, ich finde das toll, wie wir das so zusammenweben. Was in den einzelnen Stufen passiert und das auch mit unseren eigenen Erfahrungen noch dazu, verdeutlichen. Ich will zu Grün noch was sagen. Ich habe ja hier einige Lehrstücke an Grün gehabt in meinem Haus. Ja, ich hatte alle möglichen Menschen hier aus allen möglichen Nationen und ich in meinem grünen Bewusstsein dachte natürlich, wenn ich ihnen helfe und dies gebe und jenes gebe, dann würden sie sich zumindest vernünftig verhalten, ja, oder irgendwie kommt ja dann irgendwann mal was zurück, ja. Und das ist bei Menschen, die dann eben auf Rot sind, nicht unbedingt der Fall. Aber ich musste das wirklich am eigenen Leib sehen, dass meine grüne Perspektive und alles sind doch dass die ziemlich kurzsichtig ist und dass es vielleicht der Fall wäre, mal besser sich die Realität auch anzugucken und nicht nur die eigene Wunschvorstellung, denn das habe ich das Gefühl, das ist sehr viel in Grün dabei, so ein Idealismus und eine Realitätsfernheit in den eigenen Man ist eben noch auch im ersten Rang und man ist eben noch ganz darin überzeugt davon, dass die eigene Perspektive doch die beste und die wichtigste und die richtige ist.
Und die einzigste auch, ja. Wenn ich das so sehe, dann, wieso siehst du denn das nicht? Ja? Also man ist dann ganz entsetzt, wenn jemand anders überhaupt da gar nicht mit zurechtkommt. Ja? Und ja, das habe ich. Man kann Perspektiven nebeneinander setzen, aber noch das Ganze noch nicht integrieren in ein neues Ganzes. Absolut nicht. Und vor allen Dingen nimmt man sich immer noch als den einzigen Leitfaden. Ja? Also das Einzige, was für mich so ist, es ist richtig und wieso ist es nicht für dich so? Ja. Ja, schön. Gut, da haben wir heute erst fürs Tier haben wir durchgesprochen und danke euch und dann sehen wir uns einen Monat. Und dann machen wir da weiter. Alles klar? Alles klar. Wenn wir noch irgendwie einen kurzen Checkout machen? Ja, ich fand das sehr harmonisch. Und ich habe auch, es gab so Pausen dazwischen, wo ich auch gemerkt habe, hup, jetzt kann ich mal runtersacken. Mhm. Irgendwie. Oder ich kann runtersacken so. Und wir alle sacken so ein bisschen runter. Und dann kommt wieder was. So ein Spritzer von irgendwoher. Ja, ich bin Anja. Ich habe deutlich gemerkt, wie wir bei der Höflichkeitskultur waren, da ist es mir also so abgesehen, war uninteressant, also so als Fahrt war mir da. Und dann, wie es also dann weiterging, dann habe ich es sehr anregend gefunden. Also die Spuren, die die einzelnen Stufen in dir hinterlassen, sind meistens deutlich. Ja. Danke. Und ich finde es immer noch schwierig, also da bewundere ich wirklich dich, Marie-Rose, also wie du das moderierst, speziell immer wieder diesen Bezug zur Praxis und wie ist es wirklich. Und ich wollte mich jetzt explizit auch bedanken, ich habe nämlich die beiden Bücher gekauft. Also dieses Kommunikationsentwicklung, die FUR, also das ist ein fettes Theoriebuch. Und da entdecke ich aber viel, das habe ich jetzt erst angefangen und von dem bin ich total begeistert. Ja, das ist total schön. Ja. Kannst du mal sagen, was das ist? Ich kann es nicht sehen. Ehrmann vom Mut zu wachsen. Ach, der Ehrmann, ja. Das hat die Marie-Rose uns ja geschickt. Mhm. Und da bin ich total rein versunken in das Buch. Das ist so erfrischend und ein Blick eben auf die Entwicklungsstufen fand ich total toll. Und weil ich gerade noch, ich habe Bücher gekauft, noch eines gekauft, hat indirekt damit was zu tun. Das heißt vor dem Denken. Mhm. Das ist, wie sehr wir vom Unbewussten beeinflusst werden. Ah ja. Von einem, ich kann euch das schicken, also das kann ich euch per Mail schicken. Ja, und ich kann es auch in die Website, ich glaube, die anderen zwei Bücher habe ich auf der Webpage von dem Brunnen schon drauf. Da kann ich das auch mit drauf machen. Ja, den Ehrmann kenne ich, der kam auch in den Salon in Wien eine Zeit lang. Ja. Ich wollte dich gerade fragen, ob du ihn nicht auch persönlich kennst. Ja, ich kenne ihn persönlich, ja. Aber er ist also sehr in seinem Bücherschreiben ist er aufgegangen. Also er hat dann keine Zeit mehr gehabt, zu Salons zu kommen. Ja. Mit dem Atem. Und der Walter hat eher Kontakt zu ihm auch noch, weil der wohnt im selben Bezirk gleich dreimal ums Eck. Also das ist. Aber da wir dann keine Salons mehr in der Sargfabrik gemacht haben, dann war ihm das die Anreise einfach zu mühsam am anderen Ende der Stadt. Jeder hat seine Schwerpunkte. So ist es. Und wenn ein gutes Buch herauskommt, ist das sehr gut. Hat er, ja, finde ich auch. Mhm. Und ich bin total dankbar für Buchtipps, muss ich wirklich sagen. Also ich teile das ganz gern selber, wenn ich von was begeistert bin. Also das zum Beispiel, dieses vor dem Denken, viele wissenschaftliche Erkenntnisse, was man eben weiß, wie sehr uns das Unbewusste steuert. Das ist einfach die Zusammenfassung. Und gleichzeitig hat mich es aber weniger beeindruckt wie der Ehrmann jetzt. Aber das ist jetzt meins, weil der hat es eher so fürs breite Publikum geschrieben. Mhm. Mich hat es halt wegen Human Design natürlich auch noch interessiert, dieser Nachweis eben, wie viel wir unbewusst, also der Fachausdruck ist Priming. Also da habt ihr bestimmt schon mal was davon gehört mit den Experimenten. Es reicht im Prinzip in der Versuchsanordnung den Leuten einen Text zu geben, wo bestimmte Worte drin sind. Und schon verhalten sie sich signifikant anders.
So, jetzt haben wir aber noch Daniela fürs Checkout. Genau. Jetzt bin ich ganz inspiriert von eurem Checkout. Also für mich war es auch sehr interessant, auch nochmal zu gucken, wie gut ich diese Höflichkeitskultur wirklich heil bei mir habe. Und mir ist ein ganz schönes Buch begegnet. Ich habe es noch nicht ganz gelesen, und zwar von Stefanie Stahl und Julia Tomoschak. Julia ist eine Freundin von mir und integral sehr fit. Und dieses Buch geht wirklich um Erziehung. Also, und da findet sich, also ich habe es jetzt erst überflogen, es finden sich eben genau die Möglichkeiten drin, wie sozusagen wir unsere Kinder begleiten können. Mhm. Und es ist so schön, also zum Beispiel Autonomie und Bindung als Polarität wird beschrieben. Ne? Und ich finde das unheimlich interessant, gerade auch passend zu dem, was wir heute besprochen haben. Da lese ich gerade drin und ja, tut gut. Und wegen dem Thema hier, Calvinismus und Protestant. Also das ist natürlich gerade das Buch, das echt spannend ist und auch gerade die evangelische Kirche aufmischt. Ja, wir machen den Karfreitag nicht zum gesetzlichen Feiertag in Österreich und so weiter. So viel zu dem Buch. Ja, und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ja, super, danke. Und ich werde die Bücher in die Seite stellen, sondern können die Leute da einfach draufklicken. Ja. Okay, dann bis nächstes Mal. Macht's gut, alle miteinander. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.